Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Ja, weiter geht's hier. Wir müssen jetzt zur Tempelruine oder Schluchtanlage oder irgendwie sowas, ne? Wir haben ja letztes Mal, ja, nicht nur dich rasiert, mein Freundchen. Steht alles schön mit dem Puppe zu mir. Also war teil schön, aber ich kann nicht wissen. Hatten denn noch so einen Obelisten, der ganz cool war, könnt ihr euch merken, ne? Da ist auf jeden Fall ein Splitter drin. Oh, wir können angeln. Habt ihr hier schon gesehen? Was mit euch? Ach, Steine. Ah, siehst du, ich sollte noch vielleicht ans Lagerfeuer gehen, dann hätten wir ein paar Waffen mehr. Machen wir jetzt auch gleich noch, weil kann ich jetzt hier so angelmäßig Gepäck. Nee, den will ich eigentlich behalten, den Powerangriff, ey. Tarnnetz. Was war Tarnnetz nochmal? So, hier noch die Angel raus. Ja, wieso? Oh, Katze. Geh in die Ecke. Ab in deine Ecke. So. Dann ist das nämlich schon mal gut. Hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, was du machst, Katze, aber so ein bisschen gefällt es mir nicht. So, okay, alle sind weg. Gut. Ja, nimm mal dich noch mit, wenn du hier angegriffen hier rumliegst oder sowas, nicht, dass du dann beleidigt bist oder sowas. Da hätte der natürlich auch keinen Bock, dass er hier so ein bisschen wehleidig vor dich hin leidest. So, wir können auch eine Runde schlafen, eigentlich. Also Gepäck, da können wir dann wieder zurücktauschen. Da, hier. Nee, Quatsch. Ja. Glaube ich, ne? Da hatten wir davor. Ich glaube schon. So, kochen. Vielleicht wollten wir ja mal gucken, ob wir vielleicht noch eine Runde kochen können. Dadurch, dass wir noch keine Zwiebel haben, kein Weißkohl und sowas, ne? Könnten wir höchstens. Tomate haben wir ja immer noch nicht. Ja, ich müsste mal reisen eine Runde. Das wäre echt mal gut, ne? Aber viele Gerichte. Ja, gibt's gar nicht mehr, ne? Wenn wir erstmal genug Zwiebel haben und so. Dann sieht's ja auch anders aus. Ach, schlafen wird. Ja, ja. Vielleicht können wir uns schlafen noch für was anderes drauf hier. So. Echt, ja? Ja, aber ist ja jetzt nicht das Problem. Da könnten wir ja eigentlich den hier, könnten wir uns ja was aufbauen hier. Weil wenn wir hier dann wieder vorbeikommen, haben wir das Sägewerk. Am besten zweimal. Was soll der Geiz? Ne? Können wir den hier machen. Mit. Ach, da haben wir hier noch Brennstoff, ne? 2x10. Also. Ja, dann geht der wenigstens ein bisschen schneller, wisst ihr? Wir erkunden hier mal hier oben die Schlucht. Wo wir nicht rein können, okay. Aber vielleicht von der anderen Seite denn, ne? Der soll hier mal machen. Klar könnten wir jetzt so schlafen. Und da denn rüber. Aber wir müssen ja eh da in die Schlucht rein. Besonders. Ach hier, beim Funk und so waren wir ja schon. Ne? Das ist klar, hier ist 8. Das ist bestimmt die Special allerletzte Gruft der Welt. Irgendwie sowas kann ich mir da richtig gut vorstellen. So, jetzt wird's. Naja, nicht mysteriös, aber. Oh, Baby. Das macht ja wenigstens mal Sinn, ey. Woher kann das Vieh so gut ausrechnen, wo ich hinmache, ey? Ach du.
Haben die schon absichtlich so gemacht, dass sie auch ja nicht irgendwie das Vieh da kaputt kriegen, ey. Mit den Ködern. Das ist so. Da kannst du tun und machen, was du willst. Müssen wir hier die ganze Außenkante lang? Ja, soll ja jetzt nicht wehtun. Aber richtig viele Blätter haben wir, ne? Gehabt. Bevor wir jetzt hier wieder angesetzt haben, unser Baumaterial. Aber man muss schon sagen, also, wenn du auf einmal wieder 1000 hast. Ich sag auf einmal, weil ich glaube nämlich, das hatten wir schon mal. Aber ist auch schon eine Weile her. Alter Schwede. Bin ich auf Knacks oder was? Will ich hier lang oder will ich hier lang? Naja. Ah, ja, warum auch? Warum gehe ich denn. Ah, warum gehe ich denn die andere Seite lang? Okay, das ist ein Weg zum Abgewöhnen. Einzige, was ich froh bin, dass hier die ganzen Viecher nicht normal sind. Das wäre nämlich richtig kacke. Würde auch gar keinen Spaß machen. Klar, ich könnte hier auch alle explodieren lassen, aber. So. Gut. Wie wäre denn als erster, wenn ich hier rüber hier? Genau. Ey, könnt mir auch einfach durchs Gebüsch hauen, ey. Müsste ich ja nicht so viel Angst haben, ne? Ey, wenn hier oben jetzt nichts ist, ne? Was Leckeres, dann weiß ich ja auch nicht. Ich trau mich jetzt gar nicht mehr. Warten Sie mal, ich muss hier mal ein bisschen Platz machen. Ist auch eine Energie? Ja. Exakt, da können wir dann rüber. Irgendwie, ich weiß noch nicht wie, aber... Das ist einfach zum Beamen. Bin froh, wenn wir das können endlich. Ach! Habe ich nie gesehen. Habe ich einfach nicht gesehen. Ach, Lecco Mio, war. Jetzt muss ich schon wieder hier unten machen. Ich hätte doch schon gehört, ey. Jetzt hau ich mich kaputt. Zumindest da unten liegt's. Etage tiefer, denn. Kommst du dir auch nicht mehr so groß vor, du blödes Radio. Jo. Ja, vielleicht mal die andere Seite nehmen, ne? Wir sind ja davor links lang gegangen, jetzt werden wir rechts lang gegangen, jetzt werden wir links lang gehen. Wenn wir den Weg erkennen. Okay. Okay. Ich sehe ja ein bisschen mehr, wenn ich hier ein bisschen mehr sehe. Ah. Wie wir sehen, sehen wir weniger. Leg mal schnell eine Rückwärtsrolle, ne? Okay, wir stehen doch sicher. Ach, wir sind voll. Ah. Hauptsache, du bist im Arsch. Hast du so eine Stellen, ne? Finde ich nicht so lustig. Pilze! Ah, ich habe keinen Platz für Pilze. Ja, da müssen wir eh mal. Oh. Die Gute ist, dass man hier am Rand lang kann. Ah, da müssen wir eh zurück. Bei dem Weg mache ich mir jetzt auch noch frei. Habt ihr gesehen, wie tief drin der Stein war? So ein Stück Zahn oder so. So ein Zahn hängt ja auch richtig tief in ihr Fleische. Ach, das ist auch ein Stein? Oh, das ist aber ein sehr dunkler Stein. Ein bodenähnlich aussehender Stein.
Ja, aber hier müssen wir jetzt nochmal schnell zurück. Das nützt nichts. Solange die Wege jetzt noch nicht so weit sind, geht's ja eigentlich um. Das Schöne ist, man kann ja auch wirklich einfach reindittern. Dann macht er ja schon die Reste alleine, ne? Und man ist schon 5000 Kilometer weg. Theoretisch. So, aber langsam möchte ich auch echt mal meine Gasmaske haben, muss ich sagen. So ein bisschen Angst, ne? Mal so eine, das ist so eine Frage in die Allgemeinheit. So Gaming-Mäuse. Könnt ihr da was Judith mir empfehlen? Irgendwas, was schön in der Hand liegt. Was toll ist und natürlich was leise ist, ne? Also silent. Klicks, Geräusch, arm. Oder einfach leise. Wie ihr möchtet. Könnt dazu sagen, wie ihr wollt. Aber sowas wäre irgendwie richtig cool. Wenn ihr da irgendwie so Ideen habt oder sowas, ne? Ich lasse mich gerne informieren, bevor ich mich selber informiere. So, hier haben wir noch eine Angestelle. Ey. Achso, upsie. So, Katze. Was ist denn heute eigentlich deine Funktion? Chill doch da hinten, bitte. Gar nicht sauer sein oder sowas, aber ich bin doch keine Couch. So, jetzt kommt die andere. Ah, siehst du hier die eine Aufgabe? Da hat er hier Cremchen, hat glaube ich da. Oder Cremerchen? Ich will jetzt keine falschen sagen. Keine falschen Namen hier benutzen oder sowas. Auf jeden Fall, da muss ich mal gucken, wa? Das hat da jemand geschrieben und ich, Vollidiot, höre da auch drauf, nicht. Da, der Parkplatz bei der Truhe ist richtig, da musst du das Schild lesen, da steht denn alle Kassetten wurden abgeschleppt zum Schrottplatz. Ach so, okay. Ah, erstmal darauf eine Granate. Ja, das tut mir leid, ne? Krimerchen, dass ich das jetzt da so, ja, was heißt überlesen, aber geistig mitgekriegt, aber schlecht umgesetzt, weil man dann schon wieder so andere so teilweise im Schädel hat. Klar, jetzt so bei mir, jetzt sind wahrscheinlich nicht so viele. Krank. Können ruhig mehr kommen hier. Ich weiß ja nicht, was der frisst, aber. Ja. Ist halt so mal auf dem Kopf. Also hier oben haben wir irgendwas, ne? Da. Achso, da müssen wir ja auch hin. Und dann die andere Seite. Oh, da können wir uns aber dann, glaube ich, hier richtig durchschlängeln, ne? Weil hier so. Nee. Oh ne, dann lass erstmal andere Seite, glaube ich. Ja, der war viel wichtiger. Oh, ich bin schon wieder voll. Oh Gott. Aber jetzt haben wir ja schon einen ganz schönen Weg zurück, ne? Ja. Ich will mal nicht alles hier lassen. Oder liegen lassen, besser gesagt. Ich glaube, so viel Wahl haben wir ja ja nicht, ne? Oh. Das sieht mir sehr nach Graben irgendwie aus. Ich weiß nicht warum, aber ich grab da jetzt rein, einfach mal rein. Ne, nee, jetzt. Ja, ich muss zurück. Das tut mir ja auch leid, aber man hat hier einfach zu viel Krempel. Und ich will ja da so eigentlich möglichst taschenleer da reinlatschen, ne? In die ganze Anlage. Deswegen, es tut mir sorry. Aber da müssen wir
mal einen Schritt zurück. Weiter Schwede. Da will ich aber nicht reinfallen. Und noch sind ja die Wege jetzt nicht so lang. Das muss man ja auch immer noch festhalten. Da kennen wir ja auf jeden Fall weitere. Und es sieht auf der Karte immer so ein bisschen, das finde ich eigentlich auch ganz geil an dem Spiel. Das sieht auf der Karte immer richtig, richtig weit aus. Aber so weit ist es gar nicht. Wollen wir gucken? Schau mal, wir machen das anders. Wir gehen hier unten jetzt mal hin. Da ist ja unser Lagerchen. Da können wir da unten jetzt mal gucken, was es hier so schönes gibt. Ne, eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich kaputt haben. Ne? Und dann können wir nämlich hier unten dann mal lang und da mal gucken. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas richtig spannendes. So. Oh, zum Beispiel hier Pilze. Das ist schon mal gut. Andere Früchte gibt es ja hier selten irgendwie. Und jetzt. Ah, okay. Hier ist noch irgendwas. So schnell gehe ich ja ohne down, ihr Klein. Affenfeld? Was ist ein Affenfeld? Na, na. Runde angeln. Ist ja auch eben was Schönes. Ne? Ziehen wir alles schnell mal raus hier. Bin mal schon gespannt, was da oben denn so gibt. So, 1, 2, 3, mein Fisch. Ach. Okay. Feinde auf jeden Fall nicht. Ja. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes oder nicht so? War Götzenbild, ob der Rest davon unterirdisch ist? Weiß ich nicht. Aus wie ein Spalt hier, wo man rein könnte. Ich weiß, man darf keine Dinger schänden. Aber wie meinst du denn unterirdisch? Wenn ich jetzt hier noch irgendwas machen muss und wie ist das schon wieder nicht, ne? Dann finde ich das nicht lustig. So eine Steine können wir jetzt auch. Ist die wert, ja, wenn wir hier reinkommen. Ne? Ich glaube zwar nicht so dran. Ach, 90er Schaden, ja, der kann doch Ewigkeiten dauern. Sieht wirklich so aus, ob könnte man da rein, ne? Vielleicht später einmal, aber deswegen ist ja dieses, sag ich mal, vielleicht hier mit der Brücke oder mit diesem Seitenzugang hier können wir ja seitlich den später irgendwie rein. Vielleicht ist deswegen so, ja, gemacht, passiert, warum auch immer, so gemacht worden. Das wäre ganz cool. Schauen wir mal. Der ist ja immer noch aktiv. Achso, ich glaube schon wieder Sonderschlaufen. Okay. Aber ich will hier oben noch ein bisschen gucken. Eigentlich, auch mal aufladen können. Ne? Die 4 Granaten ist jetzt nicht unbedingt die Luxusmenge, wie man sich verspricht. Aber Hauptsache, ich komme hier jetzt an allen wieder vorbei, ohne dass ich in den Tod falle. Okay. Das ist gut. Ne, hier war ich richtig.
Jetzt muss ich, ja, so wie gedenkt. Und die other side of this jungle. Hier, was ist denn das hier? Können wir hier hoch oder was? Ja, sein kann. Man muss ja mal so ein bisschen ausprobieren, wa? Nicht, dass man das hier jetzt 3 Jahre spielt. Und dann vergisst man hier die ganzen, ja, was heißt Wichtigkeiten jetzt nicht, aber. Nicht, dass hier was untergeht oder sowas. So, ist mal so eingefahren. Hat man wieder keine. Was soll ich schon sagen? Hau doch einfach drauf da. Also hier beim Tempel ist wirklich, muss ich mal sagen. Was ist das? Was ist das? Wissen wir nicht, oder was? Müssen wir jetzt weiter? Jetzt zeigt er hier vorne an, oder was? Yo, ach meine Güte. Das wird hier Spaß machen. Ah, aber Gott sei Dank, gibt's hier ein Kistchen. Dann noch Lagerfeuer. Und dennoch ein Kistchen. Ein Kistchen. So. Sieht immer so komisch markiert aus alles. Oh. Wenn ich nichts sehe, ist das natürlich auch ein bisschen doof, ne? So, hier ist erstmal gleich ein dicker Feind. Wer bist du denn? Gruftwächter, der hat mir aber weh getan. Geh ich erstmal hier oben gucken. Oh, das fand ich aber nicht so nice. Ja, wenn ich jetzt hier haben könnte. Der wirkte nämlich ein bisschen stärker als andere. Also jetzt nicht so stark, aber schon ein bisschen stärker. Bin ja eher so für die leichte Sorte Gegner zu begeistern. Ist da? Hier so welche, die so aufheben und so. Lass mich mal da hinten ran hier. Gefühl, dass ich hier hinten rankomme. Ich den erstmal. Ach nee, da können wir ja trotzdem nicht vorbei, ne? Ja, wir sehen mal Zioni. So ist ganz gut, ey. Da ist der Blick wenigstens frei. Was ist denn das für ein Graffiti? Zisto? Das ist doch hier irgendwie, das ist doch hier jetzt nicht von hier, oder was? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Oh, gib mir reiche Gaben, voller Gemüse und Tomaten. Ja. Oh, möchten das Gemüse preisen. Deswegen gibt mir ein Stück Weizen. Ha, richtig poetisch heute unterwegs. Da ist wieder so ein Grabwächter. Oh, shit. Oh, das sieht aber jetzt aus wie ein Grabwächter-Endgegner. Aha. Ja, nicht, dass du mir durch die Mine latschen, Vollidiot. Hey, Mäuschen. Oh. Was war denn das? Was war denn das? Hat der da eine Rolle gemacht? Hat der eine Fluchtrolle gemacht? Ist der denn auf Knacks oder was? Hey, der kann doch da keine Rolle machen.
Ich meine, das Coole ist bei dir, mein Mäuschen, ich kann hier einfach rüberwerfen. Nur mal so. Also ein Tipp für die Anfänger, ne? Ich weiß nicht, was ich geöffnet habe, aber ich öffne es einfach. Ich hoffe, ich komme. Okay, okay, das ist ein cooler Gang. Schön, die Treppe. Oh, die Treppe ist nirgendwo. Oh. Ja, das ist ja hier mal wenigstens cool, ne? Dann können wir hier wenigstens einmal lang. Machen wir die schon mal an. Zippel, 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 zipp. Und dann können wir dich nämlich schon mal füllen. Und dich schon mal töten. Und kann ich auch schon mal öffnen. Und da so außen lang komme ich nicht. Muss dann nochmal gucken gehen. Was es da andere Seite gibt. Einfach mal so. Achso. Ich dachte jetzt wirklich an eine Frucht oder so. Oh. Kann ich aber noch rein, ne? Hier Sonne. Oh. Ach, da haben wir den. Ah, okay. Den Ausgang wieder aufgemacht. Okay. Oh, ein Ei. Geil. Wir können die Pampemuse endlich kochen. Oh, was bist du denn da? Schmeckst du? Also wenn er mir jetzt nicht endlich ansagt, dass ich sterbe hier am Rand, dann finde ich das ein bisschen dreist. Alter, weißt du, wie das ist? Ist okay. Dann sterben wir halt bei dem Versuch, darüber zu kommen. Ich hätte es gerne ausprobiert, da wäre Spaß gewesen, aber das ist schon ein bisschen sehr, sehr dreist. Also falls ihr noch Blätter braucht, ne, hier hängt genug dran. Nur so, als kleinen Tipp. Ich nehme die jetzt nicht mit, weil ich einfach ungeizig bin. Ach du Alter. Stark kannst du gar nicht sein. Puh. Der alte, loyale Champion. Ja. Schon klar. Was ist das hier? Snorts? Was ist das hier? Immer Eigenwerbung? Oder? Oh. Und der noch einen Splitter gekriegt, ey. Ich werde. Klappt. Noch einer? Warum denn nicht? Komm schon. Hättest du noch einen geben können? Ich bin nicht geizig. Ich will nur alles haben. Zum Beispiel dich hier. Was bist du denn für ein leckeres Fresschen? Ist doch auch was schön. Muss ja auch mal gefressen werden, ne? So, wo kommen wir hier hinten hin? Ich will ja gar nicht so lang machen, ne? Aber ist so spannend. Aber trotzdem, wir sehen uns erst beim nächsten Mal, ne? Aber wir haben den weggefetzt, ne? Den Grabwächter.